Schon vor dem Bekennerschreiben der Terrormiliz IS hatte sich der französische Präsident Hollande festgelegt. Die Attentatsserie von Paris wurde vom Islamischen Staat verübt. Nach einer Sitzung seines Sicherheitskabinetts sagte Hollande, es handle sich um einen Kriegsakt. In Paris ist unser Korrespondent Matthias Wehrt. Herr Wehrt, welche Erkenntnisse haben Hollande denn jetzt zu dieser klaren Aussage bewegt? Dazu hat er ehrlich gesagt noch nichts Näheres bekannt gegeben. Wir waren ein wenig überrascht hier vor Ort, denn wir wissen, dass noch im Konzertsaal drüben, nicht unweit von hier, Kriminalbeamte dabei sind, Spuren zu sichern, möglicherweise auch DNA der Attentäter zu sichern, um tatsächlich festzustellen, wer konkret diese Personen denn gewesen sind. Darüber hat man im Moment offenbar noch nicht genügend Erkenntnisse, um sich wirklich festlegen zu können. Gibt es denn schon Reaktionen auf Hollandes Statement? Was hören Sie von offizieller Seite und auf der Straße? Ja, von offizieller Seite wird nichts anderes verkündet. Heute Nachmittag hat Hollande den Ministerrat, also seine engsten Mitarbeiter, die Minister in seinem Kabinett, zusammengerufen, um mit ihnen weitere Maßnahmen zu erörtern. Danach werden wir sicherlich offiziell mehr erfahren können. Das, was wir hier erfahren, ist sozusagen inoffiziell. Daher wissen wir auch, dass die Untersuchungen noch im Gange sind und dass man bis zu 2 Tagen noch rechnet, um darüber Erkenntnisse haben zu können. Erst Anfang des Jahres, am 7. Januar, gab es die Anschläge auf das Satiremagazin Charlie Hebdo. Danach sind die Sicherheitsvorkehrungen in Frankreich erheblich verschärft worden. Weiß man schon, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt? Nein, das weiß man nicht, aber es ist ja ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Es hat sich der IS angeblich darin bekannt zu dieser Tat. Und auch das Attentat auf Charlie Hebdo war ja vom IS, war islamistisch motiviert. Insofern, sagen wir mal, einen Überbau gibt es, ob es einen konkreten Zusammenhang auch mit den konkreten Personen, die damals beteiligt waren, gibt, das ist zurzeit noch nicht bekannt. Es sicher ist aber, dass es eine koordinierte Aktion von zahlreichen, und zwar diesmal überaus jungen Menschen gewesen ist, die dort vor Ort die Attentate verübt haben. Sie stehen ja aktuell nur wenige Meter von diesem Konzertsaal, dem Bataclan, entfernt, den schwerbewaffnete Attentäter gestern kurz nach Beginn eines Rockkonzertes stürmten. Was tut sich dort jetzt, wenige Stunden nach den schrecklichen Ereignissen? Hier ist nach wie vor alles abgesperrt. Die Polizei sagt, es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass noch Attentäter unterwegs seien. Aber sie sagt auch, es gebe genauso wenig Anzeichen dafür, dass doch möglicherweise noch welche unterwegs sind. Man ist sich schlicht nicht hundertprozentig sicher. Deswegen hat man das Gebiet relativ weiträumig abgesperrt. Wir sind einige Meter von dem Konzertsaal entfernt. Dort sind jetzt Untersuchungsbeamte aktiv. Gestern Abend waren hier die Verletzten aufgebahrt. Ich bin heute Nacht bis spät in die Nacht hier gewesen, direkt bei den Verletzten gewesen. Die waren hier auf der Straße und in der Seitenstraße aufgereiht. Sie warteten darauf dann, dass die Krankenwagen sie abholen konnten. Sie lagen draußen oder in den umliegenden Cafés hier. Sie waren ja, wie Sie gerade berichtet haben, gestern Nacht unmittelbar nach der Geiselnahme schon einmal dort und haben auch einige Aufnahmen mit Ihrem Smartphone gedreht, die wir gleich zeigen. Was genau haben Sie da eigentlich gesehen? Also es waren ganz unterschiedliche Verletzte, die dort von zahlreichen Sanitätern behandelt wurden. Ich konnte die Menschen, die dorthin gebracht worden waren, gar nicht zählen. So viele waren es, es kamen immer neue dazu. Einige hatten ganz offensichtlich einen Schock. Sie waren in diese Wärmedecken, in die reflektierenden Folien gewickelt, um nicht auszukühlen. Andere waren schwer verletzt. Direkt neben mir war eine junge Frau, Anfang 20. Die war kreidebleich, sie war unter Schock, aber sie hatte ganz erhebliche Verletzungen im Gesicht, aber auch im Körper. Da wurden die Wunden abgedrückt. Sie wurde mit einem Tropf und mit einer Bluttransfusion versorgt. Es waren viele Verletzte, von denen man sagen konnte, das ist unsicher, ob sie die Nacht überlebt haben könnten. Ich weiß nicht, ob sie im Moment noch behandelt werden. Aber es heißt, dass noch 87 Personen in Lebensgefahr schweben. Herzlichen Dank für den Augenblick, Matthias Wehrt in Paris.